So, ich grüße euch. Wir sind wieder da. Wir sind draußen. Und ich werde mich jetzt heute mal zwei Fragen annehmen, die ihr in der letzten Zeit sehr häufig gestellt habt. Habe ich vor allem per E-Mail auch bekommen. Ich weiß auch von den Kollegen, dass sie im Shop, also beziehungsweise am Telefon öfters gefragt wurden. Ja, dann wollen wir gleich mal mit dem ersten Punkt loslegen. Und zwar die Frage war: Was habt ihr euch eigentlich bei der Klinge des Tactical Allemanns gedacht? Das möchte ich euch ja mal kurz erklären. Jetzt mein eigenes. Der Griff ist etwas eingefärbt. Das ist das Messer, was normal bei mir an der Kampfmittelweste hängt. Ja. Und was für euch wohl die meisten Fragen aufgeworfen hat, war die Sägezahnung vorne. Das Allemanns Tactical war als, ich sage jetzt mal, ziemlich kompromissloses Überlebensmesser gedacht, als Einsatzmesser. Und ja, wie jeder weiß, also beziehungsweise jeder weiß, der die Videos kennt, ich bin kein großer Freund von Sägezahnungen. Deswegen war auch eine der häufigen Fragen, warum hat das Ding überhaupt eine Sägezahnung? Ist jetzt durchaus Skepsis angebracht, weil 2 Jahre lang erkläre ich, Sägezahnungen sind scheiße, man braucht keine Sägezahnung. Jetzt mache ich ein Messer, das Messer hat eine Sägezahnung. Ich möchte als Beispiel dafür ganz gerne einen immer wieder mit Schmunzeln zitierten Film herbeiziehen, und zwar First Blood, den ersten Rambo-Film. Mal als Beispiel, was hat Rambo damals mit seinem Schwert gemacht und was kann man mit dem Allemanns machen. Was man mit ihm schon mal nicht machen kann, man kann nicht mit ihm navigieren, hat keinen Hohlgriff, hat keinen Kompass, ist kein Survival-Kit drin, fällt weg, ganz klar. Wunden nähen, angeln kann man alles nicht. Was man aber zum Beispiel noch aus dem Film kennt, ist diese relativ bekannte Szene, wo der Hauptdarsteller Rambo über ein, ja, ich denke mal eine alte Goldmine, eine alte Werkstatt oder Holzfällerstation stolpert und sich da alle mögliche Ausrüstung zusammenrafft, die er dann eben auf seiner Flucht mitnimmt. Unter anderem findet er eine alte Gewebeplane, zerteilt die und macht sich draus ein Poncho. Das war zum Beispiel einer der Gründe für die Sägezahnung. Steifes Gewebe, faseriges Gewebe, eben Gewebeplanen, Kabelbinder, Kabel an sich, dünne Stahlseile etc. Dafür war das hier vorne gedacht. Die anderen Sachen, wo man den Held im Film dann auch noch sieht, ist eben, wie er sich damit einen Unterstand baut, wie er Stöcke für Fallen schnitzt. Das kann man hier vorne mit der kurzen Schneide. Deswegen sitzt die Schneide eben auch hier, weil ich kann mit der Daumenauflage den Daumen ansetzen. Ich kann extrem viel Kraft aufwenden. Schlecht vorbereitet, habe kein größeres Holz da. Aber ich kann also wirklich Kraft, man sieht es hier auch nicht, ne? Hier Kraft und aufwenden und sehr fein arbeiten. Dafür reicht mir diese kurze Klinge in der Regel aus. Für die anderen Sachen eben, wie gesagt, zähes Material trennen, ist die Sägezahnung da, beziehungsweise der Wellenschliff. Und die andere Sache, was man auch noch sieht, Rambo legt einen Wildschwein mit dem Messer. Würde ich mich nicht daran, also auch nicht mit ihm, nicht mit dem Rambo-Messer und auch nicht mit meinem Fechtschwert. Ich würde von einem Wildschwein ohne Schrotflinte oder beziehungsweise Jagdgewehr absolut Abstand halten. Das ist eben rein Hollywood. Aber nehmen wir jetzt mal an, ich habe ein anderes Tier erlegt, sei es Reh oder sei es ein Karnickel. Die Klinge beim Allemanns ist ja sehr breit. Das Messer also hier vorne nehmen. Ich habe hier die runde Klinge. Ich kann damit ohne Probleme ein Tier ausnehmen. Natürlich alles ein kleiner Kompromiss. Es ist kein Jagdmesser, es ist ein Einsatz- oder Mehrzweckmesser. Das heißt, es kann viele Sachen ziemlich gut, aber es kann eben nichts perfekt. Das ist klar. Gehe ich aber gezielt auf die Jagd, dann nehme ich mir Aufbrechwerkzeug mit. Richte ich mich auf einen durchaus in der heutigen Zeit relativ unrealistischen Messerkampf ein, nehme ich ein Kampfmesser mit. Das Allemanns ist auch kein Kampfmesser. Es ist ein Einsatzmesser, es ist kein Kampfmesser. Es ist nicht dafür gedacht, damit in den Nahkampf zu gehen. Es ist also auch keine Waffe.
Und die andere Frage, die auch immer aufkommt, was ist eigentlich dieser komische Joel, diese Kerbe vorne? Das ist kein Joel, das ist keine Fehlschärfe. Das ist ja wirklich, man sieht es, eine Klinge. Hintergrund ist, es soll ein Überlebensmesser sein. Damit muss man auch einen Feuerstahl nutzen können. Beim Allemanns Bushcraft kann man das ohne Probleme mit dem Klingenrücken. Kann man mit dem hier nicht. Warum? Die Klinge ist beschichtet. Mit der Beschichtung entlockt dir einem Feuerstahl nicht den kleinsten Funken. Dafür ist hier vorne die Klinge gedacht. Kann ich dann auch mal zeigen. Wir kommen dann auch noch zu einer anderen Frage. Da wird es mitbehandelt. Und außerdem, mit dieser Klinge habt ihr absolute Kontrolle. Ihr könnt nicht abrutschen bei wirklich sehr feinen Arbeiten. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte hier Zundersticks machen. Und gerade wenn ich kalte Hände habe, wenn ich Gefahr laufe abzurutschen, setz mal hier. Gibt mir das ein gewisses Maß an Kontrolle. Zusammen mit der Fingerauflage, wo ich auch nicht abrutschen kann, habe ich absolute Kontrolle über meine Handlungen, auch mit Handschuhen, auch mit klammen Händen. Das ist der Sinn des Ganzen. Ich weiß, viele Leute sind skeptisch, Messer mit Sägezahnung, so eine kurze glatte Schneide. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eines der wenigen Messer, wo ich sage, ja, nehme ich so mit der Sägezahnung, habe damit keine Probleme. Bin ehrlich, wenn ich auf normale zivile Bushcraft-Touren gehe, auf Outdoor, dann habe ich meine Glattschliff-Version mit orangen Griffschalen. Das ist übrigens auch was ihr oft gefragt habt, ob noch andere Griffschalen kommen. Die kommen, die sind nur leider in einer anderen Lieferung. Ihr habt es ja mitbekommen, wir haben ein bisschen Lieferprobleme gehabt mit dem Allemanns. Das ist jetzt zum zweiten Mal ausverkauft. Also wir waren uns durchaus bewusst, dass wir hier was Gutes machen, aber dass es so wirklich perfekt bei euch ankommt, das hat uns auch ein bisschen überrascht und überrollt. Freut uns natürlich. Ich meine, wir hätten es nicht gemacht, wir wären das Risiko auch nicht eingegangen, wirklich selbst in die Produktion für ein Messer zu gehen, wenn wir nicht wirklich davon überzeugt wären, dass dieses Messer auch wirklich sein Geld wert ist und wirklich was taugt. Aber mit so einem, ich sag jetzt mal, Erdrutscherfolg hätten wir nicht gedacht. Finden wir super. Und vor allem auch das Feedback. Also, wir haben sehr viele Fotos bekommen von euch. Auch wie er selbst das Messer modifiziert hat, fanden wir toll. Habe ich mir selbst auch ein paar Sachen davon mitgenommen. Und das ist einfach klasse, wenn es eben auch so nicht nur einseitig ist, sondern wirklich hin und her geht, der Erfahrungsaustausch und der Informationsaustausch. Das freut uns immer. Ja, ich hoffe, das hat jetzt ein bisschen die Fragen beantwortet, was wir uns mit dem Elements Tactical gedacht haben, warum wir es so gemacht haben. Und nimmt vielleicht ein paar von euch die Scheu vor dem Messer. Auf jeden Fall, wie gesagt, als dediziertes Überlebensmesser wäre das meine erste Wahl. Als Outdoor-Messer wäre es Bushcraft meine erste Wahl. Ansonsten, bis auf die Beschichtung und den Anschliff, sind die Messer identisch. Also, beziehungsweise bis auf die Schneide. Der Anschliff ist leicht anders. Das Tactical ist immer noch der alte Hohlschliff, wie ihr es aus den vorherigen Videos und Fotos kennt. Und die Bushcraft-Version ist ja jetzt eine Flachschliffklinge. Da haben wir uns auch nach euren Wünschen gerichtet, weil viele von euch gesagt haben, ja, Hohlschliff, Outdoor ist nicht so toll. Haben wir dann eben auch gesagt, gut, probieren wir aus. Lassen wir die zwei Messer gegeneinander antreten. Machen wir eins mit Flachschliff, eins mit Hohlschliff. Der Flachschliff hat uns letztendlich dann doch mit knappem Vorsprung überzeugt. Deswegen haben wir dann eben auch nach eurem Wunsch die Flachschliff-Version gemacht. Aber hier ist der Hohlschliff erhalten, auch deswegen, weil dadurch die Klinge massiver und dicker bleibt. Das heißt, sie ist auch etwas schwerer. Lasst 5 bis 10 Gramm sein. Und sie ist eben massiger und deswegen auch bruchstabiler. Es ist eben doch eher das Messer für die groben Sachen, auch für den Missbrauch. Ja, wie gesagt, das wären jetzt so die Fragen, die wir zum Allemanns gestellt haben. Könnt natürlich noch mehr stellen. Ihr wisst, wir sind über E-Mail erreichbar, wir sind über Facebook erreichbar. Problem beim Video ist jetzt mit den Kommentaren, das habe ich das letzte Mal auch schon mal gesagt, YouTube hat seine Kommentarfunktion umgestellt. Wir können eure Kommentare nur dann lesen, wenn ihr auch tatsächlich ein Google Plus Konto habt. Das ist sehr nervig, deswegen werde ich hier unten jetzt auch gleich wieder die Facebook-Adresse einblenden. Da gehen auch keine Fragen und Kommentare von euch verloren. Und natürlich, wenn ihr sagt, Facebook will ich nicht, die zapfen meine Daten ab.
Viele Leute bedenken, verstehen wir auch. Könnt ihr euch natürlich auch direkt per E-Mail oder bei Telefon bei uns melden. Ja, das war's mit dem Messer. Dann kommen wir dann gleich zum zweiten Thema. Ich muss kurz umräumen, bin gleich wieder da. So, wie versprochen, der zweite Teil. Auch wieder eine eurer Fragen. Und die kam in letzter Zeit sehr häufig, deswegen haben wir jetzt gesagt, dem widmen wir jetzt heute ein extra Kapitel. Ihr habt jetzt gefragt, nach der letzten Vorstellung der Survival-Kit-Komponenten, was nutzt du eigentlich persönlich? Weil, das haben viele von euch sehr richtig erkannt, was ich vorgestellt habe, waren einzelne Komponenten. Was euch interessiert hat, war, wie stelle ich mir diese Komponenten jetzt zusammen? Ich habe zwei Sets, die ich je nach Bedarf mitnehme. Das eine ist der ganz klassische Kit in der Dose, Feuerstahl, Zunder, Reparaturmaterial etc. Der ist ziemlich Standard, ziemlicher Standard, ziemlich uninteressant eigentlich. Ich habe allerdings auch einen anderen, der ein bisschen von den üblichen Kits abweicht. Und bin ich der Meinung, der ist für euch interessanter. Möchte ich heute mal kurz vorstellen. Ist auch eine kleine Neuigkeit von uns aus dem Shop, die in den nächsten Wochen bis in circa 1,5 Monaten kommen wird. Mal schauen, ob ihr es erkennt. Und ja, ohne längere Vorreden, zeige ich euch mal den Set. Und zwar, das ist mein, ja ich sag jetzt mal, Hiking-Kit. Das ist der Set, den ich mitnehme, wenn ich eigentlich gar nicht vorhabe, längere Zeit draußen zu bleiben. Und zwar, jetzt als Beispiel, kurze Fototour. Muss Fotos für ein neues Messer machen. Oder ich bin mit der Family eigentlich unterwegs und plane eigentlich gar keine wirklichen Survival, Bushcraft, sonst was Aktionen. Dann habe ich das dabei. Das ist einfach dafür da, um Situationen abzudecken, mit denen ich nicht rechne. Wenn mal was kaputt geht, wenn mal was schief geht. Der ist ziemlich klein und kompakt und der ist eigentlich dafür da, um wirklich aus dem Gröbsten rauszuhelfen. Und zwar, als Tasche habe ich ein, ja, ich sage jetzt mal, Ausweistasche, Brieftasche. Ich weiß gar nicht, unter welcher Bezeichnung es von Eagle geführt wird. Das ist also von Eagle Industries. Habe ich auf der Messe direkt mal vom Chef bekommen. Fand ich einfach super. Ich weiß gar nicht, ob es die Dinger wirklich kommerziell zu kaufen gibt oder ob das nur Werbegeschenke von Eagle sind. Aber ich fand es klasse. Und das Teil hat viele Fächer, viele Unterbringmöglichkeiten. Ich habe es lange Zeit auch als Outdoor-Geldbeutel genutzt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so jetzt als Survival-Tasche ist es einfach klasse. So, jetzt mal genug der Werbung für Eagle. Zu den Komponenten. Was man als erstes sieht, ist hinten, da wo nochmal der Kugelschreiber sein sollte, ein Feuerstahl, unser langer Ruder. Der passt da perfekt rein. Hier hinten ist noch frei. Da kommen nochmal Ausweiskopien rein. Habe ich jetzt nicht dabei. Muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich euch jetzt auch nicht zeigen, weil ist nicht böse gemeint, aber mein persönlicher Ausweis muss euch nicht wirklich interessieren, ist auch nicht wirklich spannend. So, was haben wir hier? Hier haben wir einmal eine Pfeife an einer Schnur zum Signal geben, sei es, wenn man sich tatsächlich verlaufen hat oder wenn man jemanden wieder zu sich lotsen will, der sich verlaufen hat. Wie gesagt, ich nehme ihn ja auch mal mit, aber auf Family-Touren. So, dann, das ist mit den Handschuhen ein bisschen problematisch. Ziehen wir mal einen aus. So. Das zweite hier, was jetzt aussieht wie eine, ja ich sag mal, geklaute Fahrradlampe, ist ein kleiner Distress-Marker. Ja, man sieht es jetzt am helllichten Tag nicht wirklich gut. Der hat nachts eine ziemlich hohe Sichtweite. Sind mehrere LEDs, sind verschiedene Blinkmodi einstellbar. Geht bis zu 16 Stunden mit einem Satz normaler AAA-Batterien und ist eben dafür geeignet, um nachts auf sich aufmerksam zu machen. Ein kontinuierlich blinkendes Licht ist ein international bekanntes Signal für ich brauche Hilfe, hier ist was passiert, ist ein Notfall. So, machen wir aus, auch wenn die Batterie lang hält. Muss man es nicht unbedingt verschwenden. So, das nächste an der Schnur ist ein Feuerstarter, und zwar ein einhändiger. Also einhändig zu bedienende. Und zwar, kurz, wo es halbwegs feuerfest ist, drücke ich den einfach zusammen. Und habe meinen Funken. Das heißt, selbst wenn ich mich an einer Hand verletzt habe, kann ich damit noch ziemlich ohne Probleme Feuer machen.
ist ziemlich nah ansicher, man kann sich nicht damit verletzen. Und dadurch, dass er gummiert ist, ist er auch mit feuchten, rutschigen Händen gut zu bedienen. Fand ich ganz gut für ein Survival-Kit. Und was mir auch daran gefällt, er hat mehrere Funktionen. Er hat noch einen kleinen Kompass integriert und eben die Trillerpfeife am Ende. Das ist eben mein Notfeuerzeug im Survival-Kit. So, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass ich für das, was ich vorhabe, bei diesem Kit sowieso meine Sachen dabei habe, weil es geht was schief. Und es passiert etwas, worauf ich nicht vorbereitet war. Das ist das nächste. Eine kleine Taschenlampe. Also, das ist eine kleine LED. Ich habe jetzt die flache genommen, weil ich die einfach besser aus dem Kit rausbekomme. Normalerweise habe ich in meinen Survival-Kits ja immer unsere kleinen Mini-LEDs. Die fand ich für den allerdings besser, weil sie noch ein Tick flacher ist. So. Dann hier. Ja, Form von Notration. Im Sommer wird es eher ein Müsli-Riegel und kein Schokoriegel sein, weil der schmilzt. Und eine Packung Energy Gel. Wie gesagt, für einen kurzen Durchhänger auf der Tour. Dann, das ist bei mir ziemlich redundant, muss ich dazu sagen. Ein kleiner Kompass. Der ist sehr leicht, schwingt sehr schön aus. Muss ich dazu sagen, ich habe, ich glaube, drei Kompassekombanden Minimum dabei. Ich habe einen Silber am Handgelenk an der Uhr. Ich habe den hier, ich habe den kleinen am Feuerstatter. So. Ja, und jetzt, wir nähern uns jetzt schon fast dem Ende. Jetzt habe ich noch zwei Komponenten. Einmal den Förster-Förband, schwedisches Armeeverbandsbäckchen, auch als Forstverband bekannt. Ich habe normalerweise immer Pflaster dabei, sind immer in der Oberarmtasche von der Feldbluse, Feldjacke oder Smock oder Softshell. Also ich habe nicht ein Päckchen, ich habe wirklich in jeder Jacke ein verschweißtes Päckchen. Das geht auch mit in die Waschmaschine, ist ja verschweißt. Eben damit ich es nicht irgendwann mal aus Faulheit oder Vergesslichkeit daheim lasse. Aber wenn tatsächlich mal was Größeres passiert, habe ich eben hier das Verbandspäckchen dafür. Und ziemlich profan von Kochlands den Notponcho. Eben für den Schauer, mit dem man nicht gerechnet hat, den der Wetterbericht nicht angesagt hat, wenn man einfach nur mal kurz unterwegs ist. Relativ praktisch. Ja, damit ist mein Täschchen tatsächlich schon leer. Ich habe eben was dabei, um wieder heimzukommen. Ich habe was dabei, um trocken zu bleiben. Ich kann Feuer machen, um warm zu werden. Oder, wenn ich mein normales Feuerzeug vergessen habe, eben improvisieren und trotzdem mir mein Mittagessen warm machen. Ich habe Verbandsmittel dabei. Und falls ich einen Durchhänger habe oder ähnliches, habe ich auch eine kleine Notdotation dabei. Der ganze Set kostet, ja, wenn man sich selbst zusammenstellt, denke ich mal, ist man mit 10, 15 € dabei. Ich denke, also ohne die Tasche. Die Tasche ist ja kein Muss. Man kann eine Tupperware-Dose dafür hernehmen. Man kann einen Ziploc-Beutel nehmen. Ihr könnt eine leere MRE-Packung dafür umfunktionieren. Eure Fantasie ist da eigentlich und Kreativität ist da keine Grenze gesetzt. Wichtig ist halt nur, dass es klein ist, handlich, sodass ihr es immer mitnehmt. Mal der Riesenkit, den ihr daheim lasst, weil ihr euch denkt, den Kram schleppe ich doch jetzt für das bisschen nicht mit. Das ist dann meistens der Kit, den ihr das Dings, den ihr braucht, wenn das bisschen schief geht. Deswegen haltet das Set klein. Stellt euch auch bitte auf eure Bedürfnisse zusammen. Wenn ihr Allergiker seid, packt eine Packung extra Antihistamine mit rein. Seid ihr Migräniker, packt eine extra Packung Ibuprofen oder Paracetamol ein, je nachdem, was bei euch hilft. Ich meine, wenn ihr Migräne habt, ihr wisst, drei Migräniker brauchen vier verschiedene Medikamente. Ist leider so. Lasst euch da auch vor eurem Arzt beraten. Und vor allem das Wichtigste einfach, überlegt euch, wo ihr hingeht. Sagt es den Leuten, wo ihr hingeht. Sagt es euren Freunden, sagt es eurer Frau, Freundin, Eltern, wo ihr seid. Meldet euch von unterwegs, weil wenn was passiert, ist eigentlich der wichtigste Faktor, dass ihr wirklich auch gefunden werdet. Und wenn das eben gegeben ist, macht ihr es eben auch denjenigen, die euch helfen wollen, um einiges leichter. Ja, jetzt wären wir soweit auch mit dem Sorge durch. Ihr hattet jetzt mir noch eine dritte Frage gestellt. Das wollen wir jetzt allerdings an einem anderen Ort behandeln, nicht mehr hier.
Und zwar hattet ihr letztes Jahr noch nach dem Essen gefragt. Da werde ich jetzt mal kurz, ja, ich sage jetzt mal umziehen, an einen anderen Punkt. Und das wird dann auch ein anderes Video. Mache ich heute Nachmittag noch fertig. Und dann stelle ich euch mal ein Beispiel für eine Notration noch vor, die ihr euch selbst zusammenstellen könnt, die euch über 1 bis 2 Tage bringt und die ihr, ohne euch weiter darum zu kümmern, einmal fertig macht, zusammenpackt in euren Rucksack und gut ist. Jo, hoffe bis hierhin hat es euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Video mit der Ration. Drückt die Daumen, dass alles klappt und bis später. Macht's gut.